Bitte verrate mir nur keine Einzelheiten. Wieso? Na gut. Dann schauen wir mal rein. Doc wollte, dass ich ihm sage, wenn das Lämpchen an dem Diagnosedings grün wird. Nein, noch kein grünes Licht. Mist. Ach Mann. Ach, jetzt ist die Vergangenheit auf einmal offen. Warte mal. Ach. Beweg dich, Marty. Jetzt rennt er wieder sonst wohin. Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse mal gebastelt habe. Okay. Pelze gespendet von Lamonts Hermelinpelze. Wenigstens dienen sie einem guten Zweck. Sie stecken in der Teergrube fest. Ach, mal schauen. Moment mal, ein Diamant ist doch sehr scharf. Wenn das ein echter Diamant wäre, könnte ich es damit halbieren. Ist es aber nicht. Mist. Die Zeiten in Hill Valley mögen schwer sein. Doch unsere Sorgen scheinen unbedeutend, wenn wir uns zurück ins Pleistozän versetzen. Erwartet Sie nur Ärger, wenn Sie vor die Tür gehen? Na, zum Glück ist es kein Tyrannosaurus, König der Urzeitechsen. Und wenn Sie in Schulden versinken, tja, Sie könnten auch in etwas viel Klebrigerem versinken. Zum Beispiel in den Teergruben von Hill Valley. Diesen Blick in die ferne Vergangenheit präsentierte Ihnen Lamonts Hermelinpelze. Denn Pelz ist für die Ewigkeit. Na toll. Knopf drücken, um Hill Valleys urzeitliche Vergangenheit zu erleben. Na gut, wenn dieser Dinosaurier Tenenosaurus heißt, werde ich... Der Vulkan sieht aus wie der, den ich in der 7. Klasse... Okay. Wir sollten einen Ausflug zu den Sauriern machen, wenn der echte Doc wieder da ist. Ob das so eine gute Idee ist. Ja gut, aber ich wette, wir brauchen den Pelz irgendwann. Obwohl, warte mal, Artie kann doch jetzt mit reden. Dem DeLorean vorankommt. Hey, Artie! Hey, Mr. Sonderagent! Wie läuft die Geheimmission? Wenn alles genauso läuft wie geplant, sollte in Kürze alles erledigt sein. Wenn ich meine Rolle spielen soll, ich höre aufs Wort. Toll. Sie sind also bei der Expo für die Anmeldung zuständig? Und Chefbuchhalter und Zahlmeister. Sie bringen's zu was. Das wäre alles nicht passiert, hätte ich nicht auf die Vorladung reagiert. Ja. Ich mag Trixies neues Outfit. Hat die Expo $14.89 gekostet. War aber jeden Penny wert. Immerhin ist sie das Gesicht der Expo. Techni, die Muse des Fortschritts. Ich schätze, für Tennant zu arbeiten fehlt Ihnen nicht. Nein, Sir. Ich weiß nicht, wie ich jemals an so einen brutalen, gefährlichen Gangster geraten bin. Und dann noch unbezahlte Überstunden. Unglaublich. Sie haben Grandma, ich meine Sylvia, noch nicht getroffen, oder? Meine Kontaktperson? Noch nicht. Ist er oder sie auf der Expo? Ich glaube nicht und ich bin mir ziemlich sicher, es ist eine Sie. Halten Sie nach Sylvia Ausschau. Was soll ich tun, wenn ich sie treffe? Lassen Sie einfach der Natur ihren Lauf. Genau. Glauben Sie, die Hill Valley Expo wird ein Erfolg? Was spricht dagegen? Warum sollte Kalifornien nicht sein eigenes Technologiezentrum haben? Das stimmt irgendwie. Machen Sie nur so weiter, Grandpa. Großvater? Das ist unser Codename für Sie. Oh, ha, witzig. Ja, sowas von schießen. So langsam gehen mir die Ideen aus. Ich bin mir sicher,
Man muss Emmett irgendwie sein kleines Experiment, sein Testen machen lassen, aber wie bringt man ihn dazu, verdammt nochmal? Ich heiße all jene willkommen. Was gibt's Neues? Ideen, hier oben. Mal schauen. Nee, da ist auch nichts Neues. Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. Na, immer wieder gern. Außer, dass da jetzt der Pelz zu finden ist, haben wir hier nichts. Nein, noch kein grünes Licht. Mensch, das geht doch nicht. Wenn das ein echter Diamant wäre, könnte ich es damit halbieren. Ist es aber nicht. Ach, na gut. Oder haben wir irgendwas vergessen? Ja, genau. Wie geht's, wie steht's, Emmett? Keine Zeit für Plaudereien. Ich muss Maschinen vorbereiten und Gedankenkarten sortieren. Na toll. Ja, das wissen wir inzwischen. Tja, das ist die Reinigungsdusche. Das ist Emmett, der Gedankenlesedrucker. Ich frage mich, ob ich vielleicht heimlich einen mentalen Affinitätstest durchführen kann. Ach echt? Können wir vielleicht wieder Hinweise kriegen? Ein bisschen. Ja, also hatte ich schon mal recht mit meiner Vermutung, nur wie verdammt. Ja klar, aber ich habe doch mit ihm alles durchgesprochen. Emmett? Ja? Du kannst Edna nicht heiraten. Warum nicht? Du bist jung, du bist dazu bestimmt, eine andere zu heiraten. Ja, genau. Da draußen gibt es noch eine bessere. Glaub mir. Ich weiß, du meinst es gut, aber sieh mich an. Ich bin ein ungeschickter Teenager ohne soziale Kompetenz, mit einer Vorliebe dafür, über obskures, wissenschaftliches Zeug zu schwafeln. Ein Wunder, dass es überhaupt eine Frau gibt, die mich anziehend findet. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis die nächste so fühlt. Na ja, da hat er nicht ganz unrecht. Du bist zu jung, um zu heiraten. Blödsinn. In der guten alten Zeit hatte ein Mann meines Alters schon zwei Kinder und eine Farm. Also, warum sollte man warten, wenn man verliebt ist? Ich denke nur, dass Edna dich nicht glücklich machen wird, auf lange Sicht. Nun, aber sie macht mich jetzt glücklich, und das zählt. Und was die Zukunft angeht, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist auch besser so. Ja. Egal, vergessen wir's. Schön! Ach, Mann. Hast du eine Gedankenkarte von dir angefertigt? Natürlich, sie selbst. Edna hat recht. Du bist wirklich ein Musterbürger. Zumindest, wenn man meiner Erfindung glaubt. Unter uns gesagt, dieses ganze Unternehmen ist meiner Meinung nach Hokuspokus. Keine echte, ernsthafte Wissenschaft. Aha. Kannst du mir nochmal sagen, wie dieser mentale Affinitätsmesser funktioniert? Natürlich. Pass auf! Die Testperson setzt den Gehirnvermessungshelm auf, den ich mit diesem Knopf aktiviere. Kapiert. Die Person wird visuellen Reizen ausgesetzt, die negative und positive Reaktionen hervorrufen, die dann von einem Gedankenkartendrucker aufgezeichnet werden. Richtig. Vollständige Gedankenkarten werden in den mentalen Affinitätsmesser eingegeben und somit der geistige Zustand der Person beurteilt. Okay, jetzt habe ich's. Alles klar. Geh wieder an die Arbeit. Wir sprechen uns später. Danke. Okay. Also müssen wir es hier anschalten. Ja, der muss erstmal um den ganzen Tisch rennen, also... Also, diese kleinen Karten kommen in die Maschine rein und die sagt dir dann, ob jemand gut oder böse ist? So ungefähr. Der Helm erledigt die ganze Arbeit. Der mentale Affinitätsmesser ist nur ein verbesserter Spielautomat.
Und wozu das dann alles? Edna sagt, dass Menschen Blitzlichter und schnelle Urteile mögen. Ich kann da nicht widersprechen. Immer wenn ich Edna küsse, sehe ich Blitze und verliere mein Urteilsvermögen. Du machst Witze. Ja. Laut Emmet druckt dieses Ding Gedankenkarten. Ach echt. Das Ding liest also Emmets Gedankenkarten. Mensch, wie macht man den Drecksding an? Entschuldigung, darf ich? Natürlich! Aha. Das muss Mr. Needlemans Karte sein. Die kommt in den Stapel zu den anderen Rowdies. Okay. Haben wir die jetzt? Nein. Sieht aus, als gäbe es eine Menge Rowdies. Bis jetzt etwa 90% von Hill Valley. Das ist leicht verstörend. Irgendwie muss man noch weiterkommen. Wenn ich Emmets Gedankenkarte nehme, sollte ich sie besser mit einer anderen austauschen. Ja, nur wenn du keine anderen nimmst, verdammt nochmal. Tennants Gedankenkarte, wenn das Emmets Karte wäre, würde Edna nicht mehr denken, dass er ein Musterbürger ist. Ich würde Tennants Karte ja mit Emmets austauschen, aber sein Name steht drauf. Nee. Ich muss eine neue Gedankenkarte für Emmett erstellen. Jetzt sag nicht, dass er es jetzt freiwillig macht. Emmett? Ja? Nee. Kannst du mir nochmal sagen, wie... Natürlich! Pass auf! Die Testperson setzt den Gehirnvermessungshelm auf, den ich mit diesem Knopf aktiviere. Aha. Die Berufen. Richtig. Vollständige Zustand. Okay. Geh wieder an die... Danke. Okay, hier irgendwo war der Anfang. Da, Gedankentestschalter, ich hab ihn gefunden. Foto von Edna. Ein Bild von Edna. Da Emmett scharf auf sie ist, soll sie wahrscheinlich eine positive Reaktion auslösen. Na, lieber nicht. Ja, manipulieren wir mal. Hahaha. Der Knopf zum Wechseln der Dias. Jetzt haben wir's. Naja, hier stinkt es auch so schon genug. Ah, der wird jetzt automatisch immer schlecht sein. Nein, 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 nein. Oh, Ayu. Ah, das riecht schon besser. Nein. Es muss wieder stinken. Es ist ein Polizist. Du magst keine Polizisten. Na also. Ja, Knopf zum Wechseln der Dias, das wollte ich.
Okay, wer ist das? Foto eines Tenants. Aha. Warte mal. Da ist doch bestimmt der Eintopf jetzt gut. Ach. Okay, dann jetzt noch den Plattenspieler, damit das richtig toll findet. Ah, so muss das klingen. Ja. Ha! Emmets Erfindung weist ihn also als Musterbürger aus? Das werden wir ja noch sehen. Ja. Foto eines unschuldig aussehenden Kindes. Na, das müssen wir ändern. Hallo, ihr stinkenden kleinen Bakterien. Okay, jetzt noch ein Elektroschock, da es ihm richtig mies geht. Au! Ja, ja. Foto von Trixina, das können wir doch positiv machen. Ah.